Da sind wir wieder beim Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Und wir müssen mit Mutter reden, dass wir nicht in unsere Kommilitonen verliebt sind und dass sie nicht eine Großpackung Kondome kaufen gehen muss im Drogeriemarkt und dass sie auch nicht das Bett machen soll für den Fall, dass doch mal ein gebrauchtes Kondom da liegen sollte, aber dass es da definitiv nicht von unserer Kommilitonin ist. Es ist einfach eine verzwickte Situation. Es tut mir leid, Mutter. Du hast ein verdorbenes Kind. Es tut mir einfach unheimlich leid. Oh, die Zeitung ist da. Du hast eine Zeitung abonniert, Tim? Ja, ist das jetzt so abwegig? Oh mein Gott, ich lese, Mutter. Ja, die Tageszeitung von Rhyme City. Wie kommt's? Als du noch zu Hause gewohnt hast, hast du dich nie für die Zeitung interessiert. Naja, ich gehe jetzt immerhin zur Uni. Da dachte ich mir, ich sollte zumindest auch die Zeitung lesen. Sieh an, wie erwachsen du bist. Ja, im Gegensatz zu dir. Was ist denn los mit mir? Bin ich heute irgendwie aggressiv? Was soll das denn werden, Tim? Versuchst du cool auszusehen oder was? Ich war ja wohl derjenige, der dir empfohlen hat, die Zeitung zu abonnieren. Als Detektiv ist es schließlich wichtig, jederzeit Informationen zu sammeln. In einer so großen Stadt ist bestimmt jeden Tag viel los. Das ist eine gute Idee, regelmäßig in die Zeitung zu blicken. Deine Mutter weiß Bescheid, Tim. Immer wenn Tim und Pikachu einen Fall gelöst haben, findest du am Folgetag einen Artikel in der Zeitung dazu. Lies doch mal die Zeitung auf dem Tisch. Oh, und da wird nochmal ganz genau beschrieben, was wir gemacht haben. Und auch die Fehler, die ich gemacht habe. Gut, worauf warten wir noch? Schauen wir uns die Zeitung an. Genau hier. Aktuelle Entwicklung des gestohlenen Juwels. Wobei, stimmt, das hat ja nochmal verschluckt, ne? Das heißt, eigentlich, wir haben zwar den Fall gelöst, aber das Juwel ist halt leider trotzdem weg, ne? Sieht aus, als hätten sie den Aurora-Tropfen noch immer nicht gefunden. Kommissar Holliday und seine Leute suchen eifrig nach Urgel und dem Juwel. Aber in beiden Punkten gab es noch keinerlei Fortschritte. Wo wir gerade von Urgel sprechen, es hat sich am Ende wirklich merkwürdig verhalten, nicht wahr? Ja, wegen diesem komischen Klotz auf dem Rücken. Das hat vorher, also ich habe das in der Cutscene auch schon bemerkt, dass das so einen komischen Klotz auf dem Rücken hatte. Was sollte das? Und das hat niemand bemerkt vorher? Dem Zeitungsartikel zufolge wusste selbst Turner nicht, wieso Urgel plötzlich so komisch drauf war. Dann hat Turner also Urgel nicht befohlen, das Juwel zu verschlucken und damit zu fliehen. Irgendwas ist doch faul an der ganzen Sache. Ja gut, aber ich meine, Turner hat auch die ganze Zeit gelogen, bis es letztendlich aufgeflogen ist, weil das Urgel, sein Partner-Pokémon, das Ding wieder ausgespuckt hat zwischenzeitlich. Also das heißt, es kann natürlich auch sein, dass er jetzt auch lügt, ne? Diesen Artikel handelt von einer Frau, die sich in ihren eigenen vier Wänden verletzt hat und sich nicht mehr bewegen konnte. Hier steht, ihr Yorkleff ist nach draußen gerannt und hat laut gejault, um die Nachbarn zu alarmieren. Ach, was für eine herzerwärmende Story. Moment mal, sieh dir das Foto dazu an. Ist das nicht die Frau, die wir gestern getroffen haben? Die mit dem weggelaufenen Yorkleff? Lass mich mal sehen. Ah, du hast recht. Wir sind ihr vor der Denise-Residenz begegnet. Ihr Yorkleff war ziemlich schüchtern und hat ruhige Orte bevorzugt. Offenbar hat es immer weiter gebellt und gejault, bis die Nachbarn es endlich bemerkt haben. Schätze, es hat all seinen Mut zusammengenommen, um seine geliebte Partnerin zu helfen. Oh, das ist total süß, oder? Wenn tatsächlich, also einige Tiere retten ja so ihre Besitzer, was man da auch schon so gehört hat von Geschichten wie aus dem Feuer gerettet oder sonst irgendwas oder jemanden geholt, weil, hier, Lassie, ne, weil irgendjemand im Brunnen festgesteckt ist. Nein, aber halt, ihr wisst, das gab's halt wirklich mal, solche Geschichten. Und ich finde das aber auch immer so krass irgendwie, dass das wirklich so existiert. Es gibt ja auch dieses Gerücht, oder beziehungsweise anscheinend ist das sogar wirklich so, dass Hunde zum Beispiel Krebszellen erschnüffeln können. Das ist auch echt mega interessant. Also, gerade in der Tierwelt gibt es doch echt noch einige Mysterien, die wir noch aufzudecken haben als Menschen, ne? Und ein Kreuzworträtsel. Mal sehen, was das heutige Kreuzworträtsel zu bieten hat. Die sind immer so schön herausfordernd. Da freue ich mich jeden Tag drauf. Diese Kreuzworträtsel werden von anderen Lesern eingereicht, oder? Echt beeindruckend, dass sich manche Leute sowas ausdenken können. Also gut, Tim, füllen wir es aus. Mal sehen. Dieses Pokémon fängt seine Beute mit seiner langen Zunge. Das hatten wir doch schon. Das muss Schlurp sein. Die Anzahl der Buchstaben würde auch passen. Dieses Pokémon nutzt sein niedliches Aussehen, um Leute abzulenken und sie zu bestehlen. Hä? Das heißt, die Tante vom Park ist die Kreuzworträtsel-Tante? Mauzi? Nein, das wäre nicht genug Buchstaben. Dann vielleicht Felilu. Dieses Pokémon ist immer als gut koordinierte Gruppe unterwegs. Wenn man sich die Felder ansieht, die wir schon ausgefüllt haben, kann die Antwort eigentlich nur Legios sein. Sag mal, Pikachu, sind wir diesen Fragen nicht irgendwo schon mal begegnet? Da sagst du was. Dieses Kreuzworträtsel muss die Quizprofessorin entworfen haben. Ja. Was hat uns das jetzt weitergebracht?
Ja, ist eine ganz süße Sache, aber hätte ich wenigstens was... Ich hätte es jetzt schön gefunden, wenn man was bekommen hätte. Neues Design für Pikachu oder Tim oder sowas, also neues Outfit, wenn man alles gelöst hat, was im letzten Kapitel oder im letzten Abschnitt passiert ist. Wieso gibt man hier nicht ein kleines bisschen Boni? Das verstehe ich bei diesem Spiel nicht. Warum ist das so stur? Sind kein Knöpfe, sondern ein echter Apfel. Das ist kein Knöpfe. Ja, das ist ein ganz gewöhnlicher Apfel, aber es kann wirklich schwer fallen, sie auseinanderzuhalten. Ja, vor allen Dingen der zerschnittene. Das ist ganz bestimmt ein Knöpfel. An dem ganzen Blut kannst du das sehen, nachdem du den Apfel aufgeschnitten hast. Ja? Hey, Tim. Hm? That Pikachu, he seems kinda odd, don't you think? What do you mean? He is, isn't he? I've never seen a Pikachu that drinks coffee before. Not bad. You have a good eye for detail. Ja, ein kaffeesüchtiges Pikachu ist mir, glaube ich, auch vorher noch nicht begegnet. So, brich auf, wenn du soweit bist. Ja, ich denke, das passt soweit, ne? Die Bude ist eigentlich ganz süß für so eine Studentenbude, oder? Finde ich ganz niedlich. So eine kleine Kochnische, hier ein Schreibtisch, hier das Bett. Sogar ein Esstisch passt rein, was nicht unbedingt jede Wohnung hat, ne? Also eine Einzimmerbude ist nicht immer groß genug, dass man da einen Esstisch reinbekommt. Also ich erinnere mich an meine Zeit, an der ich in der Ausbildung gewesen bin. Da war ich in einer 24 Quadratmeter Bude. Die ist echt klein gewesen. Da hat halt gerade mal so ein Schreibtisch reingepasst. Also quasi ein Tisch, den ich als Schreibtisch und als Esstisch benutzt habe. Und mein Bett war ein Ausklappsofa, sodass ich dann eben noch ein bisschen Platz gewinnen konnte, wenn ich halt nicht am Schlafen war. Und meine Kochnische hatte auch nur zwei Herdplatten und keinen Ofen. Genau, ich hatte keinen Ofen. Ich hatte eine Mikrowelle mit Backfunktion. Also, ne? Ist nicht unbedingt gerade immer die größte Geschichte, so eine Einzimmerbude. Also die ist auf jeden Fall riesig, finde ich. Wir sollten aufbrechen. Unterwegs müssen wir unbedingt neue Kaffeebohnen kaufen. Wir haben nämlich kaum noch welche da. Schon gut, das kriegen wir hin. Die dunkle Röstung, wie üblich, stimmt's? Also, wir gehen dann mal. Bis bald und viel Spaß. Na, dann bin ich mal auf den nächsten Fall gespannt. Wir haben ja jetzt nichts offen, ne? Selbst das mit dem Yorklef und der Quiz-Tante ist alles erledigt. Von dem her müssen wir jetzt auf das nächste Drama warten, vielleicht? Wir hatten doch mit Rachel abgemacht, dass wir uns vor dem Hi-Hat-Café treffen. Ach stimmt, die wollte uns was erzählen, ne? Eigentlich schon. Sie sollte jeden Moment hier sein. Ich frage mich, was sie aufgehalten hat. Bitte, Papa, hör mir doch zu! Das klang doch nach Rachel. Why don't you understand, Papa? Pokémon don't need to be managed. The people who use them to commit crimes are the real problem. Rachel, no matter how many times we have this same conversation, I'm not going to change my mind. You never listen! Tim. Ist alles okay? Lass uns einfach reingehen. Familienkrieg, hä? Die Arme. Excuse me. Worüber hast du dich denn mit deinem Vater unterhalten? Über das Pokémon-Freundschaftsgesetz. Ah, das haben sie in den Nachrichten erwähnt. Irgend so ein Gesetz, das den Pokémon helfen soll, richtig? Ich habe neulich den konkreten Gesetzesentwurf in Papas Arbeitszimmer gefunden und gelesen. Eine Formulierung, die darin immer wieder auftaucht, war zur Überwachung und Kontrolle der Pokémon. Das Einzige, das bei diesem Gesetz mit Freundschaft zu tun hat, ist der Name. Ich kann einfach nicht glauben, dass er den Pokémon die Freiheit rauben will. Papa hat sich vollkommen verändert. Also bist du gegen das Gesetz deines Vaters? Pokémon sollten frei leben können. Sie müssen nicht überwacht und kontrolliert werden. Selbst bei den Vorfällen mit R waren Pokémon die Opfer. Es waren grausame Menschen, die dafür verantwortlich waren. Tut mir leid, das ist ja eigentlich nicht der Grund, weswegen wir uns heute treffen wollten. Aber das ist, worüber du gestern mit mir sprechen wolltest, nicht wahr? Ich wollte nur, dass mir jemand zuhört. Ich bin froh, dass ich jetzt mit dir darüber reden kann, Tim. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Aber bist du sicher, dass wir jetzt einfach das Thema wechseln sollten? Ja, mir geht's schon wieder besser, wirklich. Also lass uns jetzt zum eigentlichen Punkt kommen, dem Juwel. Ganz kurz mal. Es scheinen sich ja auch so ein bisschen die Geister bezüglich der Frage, von wegen, sollten Tiere im Zoo gehalten werden, ne? Da ist von wegen Freiheit von Pokémon jetzt in unsere Realversion
des Lebens reingeholt, dieses Thema. Ich bin ja auch so zwiegespalten bei dem Thema. Ich finde es auch immer brutal, wenn man nicht sieht, dass manche Tiere in Zoos gehalten werden und das so beengt ist, sodass sie keinen Platz haben. Andererseits wurden somit auch schon viele Spezies gerettet, dass man sie halt im Zoo aufgezogen hat, um dann eben für Nachwuchs zu sorgen, die dann halt eben vom Aussterben bedroht gewesen sind, bis man sie dafür im Zoo gehalten und eben für Nachwuchs gesorgt haben. Von dem her ist es immer ein zweischneidiges Schwert, ne? Also auch hier gibt es wahrscheinlich wieder positiv und negativ. Gestern hast du gesagt, dass du könntest mich mit einem Professor der Rhyme City Universität vorstellen. Genau, Professor Gordon. Er gilt als führender Experte auf dem Gebiet der Mineralarchäologie. Er untersucht die Verbindung zwischen Mineralien und alten Zivilisationen. Ich habe mir gedacht, dass er uns vielleicht mehr über dieses Juwel erzählen kann. Im Moment erforscht er allerdings die südlichen Ruinen. Das wird ein ziemlicher Ausflug, wenn wir ihn treffen wollen. Stimmt, diese Ruinen liegen nicht gerade um die Ecke. Die Feldforschung macht einen großen Teil der Mineralarchäologie aus. Wenn der Professor einmal unterwegs ist, ist er oft für mehrere Monate fort. Dann sollten wir ihn besser dort besuchen. Ja, wer weiß, wie lange wir hier auf seine Rückkehr warten würden. Okay, dann nichts wie los. Wir wollen ja nicht erst bei Sonnenuntergang ankommen. Was? Du kommst auch mit Rachel? Naja, du kennst Professor Gordon doch gar nicht, oder? Ich bin diejenige, die seinen Unterricht besucht. Außerdem macht es sicher Spaß, einem Meisterdetektiv bei einem Fall auszuhelfen. Hey, wir sind hier kein Unterhaltungsprogramm. Ich bin schon Unterhaltungsprogramm, sonst würdet ihr das hier ja nicht angucken. Ihr habt bestimmt schon weggeklickt, ne? Jetzt kann ich sagen, was ich will. Pupsi, Affenhirn. Die legendäre Aurora in den südlichen Ruinen. Oh, bitte lass es ein großes Areal sein, das ich frei erkunden kann. Das ist bei diesem Spiel wahrscheinlich nicht möglich. Why is it snowing? Just what's going on here? Oh, it's freezing cold. And it's just here in this specific area. Es scheint also nur in der Umgebung dieser Ruinen. Es schneit. Das ist auf keinen Fall normal. Zuerst sollten wir den Professor finden und mit ihm sprechen. Vielleicht weiß er etwas darüber. Guter Plan. Wir müssen nur diese Anhöhe hinauf, dann sind wir bei den Ruinen. Dort sollten wir ihn finden. Das klingt einfach. Dann mal los, Tim. Na, geh die Anhöhe auf zu den Ruinen. Ist jetzt eben... Ja, ich weiß, ich darf mich nicht frei bewegen. Ich hab's schon verstanden. Spiel. Gehe genau den Weg, den ich dir vorgegeben habe, entlang. Oh, ein Bautz. Das ist halt auch so ein Kasten. Sieht aus wie ein Brot. So ein Kastenbrot. Mit zwei Spitzen dran. Oh, ein mysteriöser Mann. Sollen wir mit ihm reden? Ein Fossiliensammler. Oh, guten Tag. Yes. Hallo, was machen Sie denn hier draußen? Ich bin ein Fossiliensammler. Ich sammle Fossilien aus der ganzen Welt. Und das ist mein Partner, Zickzacks. Digga. Felszertrümmer. Oder, aber dem ist kalt. Och Gott, der Arme, der zittert ja. Zickzacks. Fossilien? Sind Sie denn sicher, dass man an diesem Ort überhaupt welche finden kann? Ha, weißt du denn nicht, wie unglaublich diese Ruinen sind? An diesem Ort liegen unzählige Fossilien begraben, die nur darauf warten, zutage gebracht zu werden. Und genau das habe ich vor. Wow, hier gibt es Spuren einer uralten Zivilisation und Fossilien. Das ist ja echt ein legendärer Ort. Das ist noch nicht alles. Studien bestätigen, dass es zu jener Zeit, als die Stätte erbaut wurde, in deren Ruine wir nun stehen, eine große Meteoritenschauer gab. Hunderte Meteoriten sollen vom Himmel gefallen und hier gelandet sein. Oh ja, genau hier. Diese Ruinen sind wahrlich ein legendärer Ort. Dann hoffe ich sehr, dass Sie ein paar Fossilien finden. Danke sehr. Oh, und bevor ich es vergesse, ihr kennt nicht zufällig ein Pokémon, das imstande wäre, diese Felsen zu zertrümmern. Irgendwas befindet sich dahinter. Ich spüre es. Es könnte sogar ein Fossil sein. Für gewöhnlich hilft mir mein Zickzacks bei so etwas. Aber es friert gerade so sehr, dass seine Arme und Pfoten schon ganz taub sind. Es wäre doch ärgerlich, wenn wir den ganzen weiten Weg hierher auf uns genommen hätten, nur um von etwas Kälte aufgehalten zu werden, nicht wahr? Stimmt wohl. Ich wünschte, wir könnten irgendwie helfen. Geht mir genauso, aber keiner von uns kann das so große Felsen zerstören. Wenn wir allerdings ein Pokémon finden können, das stark genug ist, um Felsen zu zertrümmern, sehe die Sache schon ganz anders aus. Aber, tut mir wahnsinnig leid. Ich verstehe, dass er hier hochgekommen ist, um irgendwas zu finden. Oder dass er irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, hier zu gehen, bevor er was gefunden hat. Aber dein Pokémon friert. Wenn mein Sohn friert, dann gehe ich doch auch nicht. Bleibe ich auch nicht stehen und sage, wir bleiben jetzt so lange, bis ich hier was Tolles entdeckt habe. So, wer kann... Ich bestimmt... hier, das da kann bestimmt zertrümmern, oder? Oh, das sind Beeren. Mhm.
Hier wachsen einige rote Beeren. Wir sehen aus wie Teriro-Beeren. Guck mal, das ist diese, wie heißt es? Oh, Teddy Ursa? Nee, Teddy Ursa ist das, glaube ich, das Kleine, oder? Oder ist das doch der Große, der Teddy Ursa heißt? Ich spreche es mal an. Ursaring, genau. Gelegentlich bärbeißig. Süß. Ursa! Oh, ein Ursaring. Zu Hause in Rhyme City bekommt man die nicht sehr häufig zu Gesicht. Du siehst aber nicht gerade glücklich aus, Ursaring. Ist irgendwas passiert? Ursa! Du bist mit einem weiteren Ursaring aus einem weit entfernten Bambuswald hierher gekommen, um nach Nahrung zu suchen? Und jetzt sind dein Freund seit Tagen verschwunden? Das wäre ich aber auch beunruhigt. Wir sollten Ursaring bei der Suche nach seinem Freund helfen. Du hast recht. Ja, du hast recht. Auch wenn wir uns mitten in unserer eigenen Ermittlungen befinden. Ich mache mir Sorgen um das verschollene Ursaring. Hast du irgendwelche Infos, die uns bei der Suche helfen könnten? Ursa! Als du deinen Freund zuletzt gesehen hast, war er auf dem Weg zu den Ruinen? Dann ist das andere Ursaring vielleicht noch dort. Also gut, wir geben dir Bescheid, falls wir deinen Freund finden. Ursa! Oh, das heißt, ich hätte diese Quest wahrscheinlich jetzt nicht bekommen, wenn ich nicht mit ihm angefangen hätte zu quatschen. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir einfach mal mit jedem Pokémon, das uns begegnet, reden, oder? Dann müssen wir aber tatsächlich nochmal nach hinten gehen und nochmal mit den ersten Pokémon reden. Vielleicht haben die ja dann immer gewisse Quests für uns. Gut, aber da war ja so ein Ausrufezeichen, so ein Hey Tim, wo willst du denn hin? Wir haben hier noch was zu erledigen. Ich wollte die Pokémon angucken. Es hatte ja so ein anderes Ausrufezeichen. Also es war eine andere Farbe da vielleicht. Genau, hier sind zum Beispiel die normalen. Charles! Akku zieht sich zusammen und macht sich wieder lang. Akku! Dieses Pokémon ist echt ungewöhnlich geformt. Wo ist Pikachu eigentlich hin? In Rhyme City findet man die nicht. Pikachu? Ach da. Bautz. Lässt seine runden Augen über die Runde schweifen. Oh, wie süße Texte manchmal, ne? Bautz. Das ist wirklich ein niedliches Pokémon. Genau, also das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf das Ausrufezeichen achten. Und dann können wir... Ah, hier, siehst du, das hat nämlich auch eine Quest. Matrifol. Fertigt Kleidung aus Blättern an. Das sieht aber auch ein bisschen arg, ne? Halbnackig aus. Wenn du schon Kleidung anfertigst, dann mach ein bisschen was Wärmeres. Hier schneit's, Mädchen. Wenn du ein Mädchen bist. Matri. Das ist ein Matrifol. Es sieht irgendwie nervös aus, was da wohl los ist. Hey, Matrifol, ist irgendwas vorgefallen? Matrifol. Es sagt einfach nur, dass es voll ist. Es hat sich besoffen. Matrifol. Ach Gott. Verstehe, es ist besorgt, weil ein paar Folikon noch nicht heimgekehrt sind. Matrifol ist auch schon suchen gegangen, doch konnte sie aber nirgends finden. Wenn man bedenkt, wie kalt es hier ist, ist es kein Wunder, dass Matrifol sich Sorgen macht. Falls wir die Folikon finden, sollten wir sie nach Hause schicken. Gute Idee. Offenbar handelt es sich um zwei Folikon. Zwei? Alles klar. Na gut, Matrifol, wir kümmern uns drum. Matri? Nee, das passt schon. Wir können nach ihnen suchen, während wir unsere Ermittlungen durchführen. Matt? Es möchte, dass wir den Folikon diese Kleidung geben, wenn wir sie finden, weil sie bei der Kälte bestimmt schrecklich frieren. Das ist Kleidung für Folikon? Yep, Matrifol können mit den klebrigen Fäden aus ihrem Mund Kleidung aus Blättern anfertigen. Die würde ich aber nicht anziehen. So klebrige Mundsabber-Zeugs. Alles klar, Matrifol. Wenn wir sie finden, geben wir ihnen auch die Kleidung. Hab noch etwas Geduld und mach dir keine Sorgen mehr. Matri. Okay, ja. Also wir nehmen jetzt hier in einem neuen Gebiet ganz, ganz viele Quests an. Kann ich jetzt dahin? Ah. Ach, die Quiz-Tante. Du hast aber keine Quest für mich, ne? Gut, das sind halt eben wieder diese... Habt ihr noch? Nee, das sind keine Folikon. Folikon sind wahrscheinlich die Vorentwicklung von Matrifol, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil bei den Pokémon-Generationen kenne ich mich nicht so gut aus. Aber unsere Quiz-Tante hat natürlich wieder ein Quiz für uns. So sieht man sich also wieder, Meisterdetektiv. Erinnerst du dich noch an mich? Tuka! Wer sind Sie noch gleich? Also wirklich, ich bin's, die Quizprofessorin. Und jetzt ist es Zeit für das heutige Pokémon-Quiz. Antworte mit den korrekten Pokémon und als Belohnung lasse ich dich an spaßigen Details zum jeweiligen Pokémon teilhaben. Die war doch auch im Park in Rhyme City. Wir haben gerade eigentlich total viel zu... Okay, hier kommt Frage Nummer 1. Tuka! Welches Pokémon hat Flügel, einen runden Körper und niedliche Augen?
das korrekte Pokémon kann hier irgendwo in der Nähe gefunden werden. Also sieh dich gut um. Sie hört uns überhaupt nicht zu. Naja, wenn wir uns unterwegs auf der richtige Antwort stoßen, können wir ihr ja Bescheid geben. So. Das erste Pokémon müsste also in diesem Falle Bautz sein, oder? Einen runden Körper, große Augen, hat Flügel. Das müsste Bautz sein. Dieses Pokémon hat niedliche Augenflügel und einen runden Körper. Genau so hat die Quizprofessorin das Pokémon beschrieben, das wir finden sollen. Ob sie damit dieses Pokémon meinte? So muss es sein. Okay, gehen wir zu ihr und lassen sie wissen, dass, was wir entdeckt haben. Bautz! Also ich bleib dabei. Solche kleinen Quizzes zum Beispiel könnte man auch in einem normalen Pokémon-Spiel eigentlich auch mal gut reinbringen. Dass man auch mal ein bisschen die Welt erkunden. Wir haben ja jetzt mittlerweile Open World Gedönse bei Pokémon. Warum macht man das nicht irgendwie ein bisschen weiter oder denkt nicht weiter als diese typische Pokémon-Formel? Gehe dahin und besiege 15 Gegner oder sonst irgendwas. Nein, auch mal solche auflockernden Quests. Oh, hallo, Mr. Detektiv. Hast du die Antwort schon rausbekommen? Ja, es handelt sich um Bautz. Und? Bingo, goldrichtig. Vielleicht habe ich dir zu viele Hinweise gegeben. Zucker! Bautz sind nachtaktiv. Tagsüber bewegen sie sich dahingegen nicht sehr viel. Ich kann nicht lesen. Sondern sammeln per Photosynthese Kräfte. Wenn sie jagen, nähern sie sich lautlos ihrer Beute und attackieren diese dann mit heftigen Tritten. Dann können wir ja froh sein, dass wir ihm nicht bei Nacht begegnet sind, sonst hätten wir diese lautlosen Angriffe womöglich aus erster Hand kennengelernt. Weiter geht's mit Frage 2. Tuka! Welches Pokémon hat einen blockförmigen Körper, beeindruckende Spitzen an seinem Kiefer und gibt dir einen elektrischen Schlag, wenn du es berührst? Ein Pokémon mit einem blockförmigen Körper. Haben wir auch schon gesehen. Gibt es das wirklich? Du hast es sogar angesprochen vorhin. Vielleicht ist es ein Elektro-Pokémon. Wir können ja mal die Augen offen halten. Was? Ein Pokémon, das elektrische Stöße verteilt, ist ein Elektro-Pokémon? Was? Das ist doch abwegig. Ich würde sagen, es ist ein Schoko-Pokémon. Ah. Hä? Hey, es sieht genauso aus wie das Pokémon, das die Quizprofessorin beschrieben hat. Stimmt, sie muss ein Akkub gemeint haben. Akkub? Akku? Ja, Akku leer. Oh nein, es ist alles gut. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Wie auch immer, jetzt kennen wir die Antwort. Zurück zur Quizprofessorin. Ja, also wie gesagt, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt sinnvoller gefunden, wenn man hier eine Auswahlmöglichkeit gehabt hätte, zum Beispiel von verschiedenen Pokémon, die ungefähr zu den Beschreibungen passen. Und es geht lediglich darum, dass ein Pokémon, das du hier erfinden kannst, ist dann die Antwortmöglichkeit. Hätte ich jetzt sinnvoller gefunden, anstatt immer nochmal hinzulaufen, es zu finden und ihr dann zu sagen, weil hier gibt es ja auch nicht viele Möglichkeiten. Es ist halt nur dieses eine Pokémon, was auf die Beschreibung trifft. Deswegen ist die Herausforderung hier fast gar nicht gegeben. Wenn sie jetzt lediglich gesagt hat, es ist ein Insekten-Pokémon. Nee, es ist ein Elektro-Pokémon, das eine sehr, sehr ungewöhnliche Form hat und es dadurch oftmals mit etwas anderem verwechselt wird oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder ein Pokédex-Eintrag oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach zu einfach. Die Lösung ist Akku. Korrekt, gute Arbeit. Tuka! Akku fressen Laub und verwandeln diese in elektrische Energie. Genau, zum Beispiel, hier, welches Pokémon frisst Laub und verwandelt dieses in elektrische Energie? So, das ist doch mal ein bisschen schwieriger. Und dann musst du suchen hier. Aber warum? Warum macht man es denn so einfach? Und diese Energie können sie wie eine Batterie speichern. Die müssen ja echt praktisch sein, wenn man mal zelten geht. Wenn doch bloß ein gewisses Pikachu dieselbe Fähigkeit besäße. Hey Tim, du weißt aber schon, dass ich dich hören kann. Und nun zur letzten Frage. Frage Nummer 3. Tuka! Welches Pokémon ist am ganzen Körper weich und flauschig? Wow, das ist jetzt aber nicht sehr spezifisch. Finde einfach das allerflauschigste Pokémon in diesen Ruinen. Pah, in den Punkten weich und flauschig muss erstmal jemand gegen mein schönes Fell ankommen. Gut, das weich und flauschig am ganzen Körper, das könnte ja jetzt rein theoretisch Ursaring sein, ne? Geht's hier noch irgendwas? Ach, guck mal, hier ist links. Warte mal. Nee, also in dem Fall nicht. Gut, das wird's nicht sein. Das ist...
Panpyro, es ist halt flauschig. Ja, also sieht flauschig aus, aber... Es sieht aber nicht sehr zufrieden aus. Pan. Ihm gefällt nicht, wie kalt es hier plötzlich geworden ist. Macht es dir was aus, wenn wir dir ein paar Fragen stellen? Pan. Einfach so Fragen stellen? Ich wollte eigentlich das Quiz machen. Hey. Kannst du nicht Feuer erzeugen, Panpyro? Das würde doch dir sicher gegen die Kälte helfen. Pan. Oh, es ist so kalt hier, dass es dir schwerfällt, das Feuer an deinem Schweif zu verstärken. Pan. Er sagt, dass es diese Gegend vielleicht verlässt, wenn die Kälte noch sehr viel länger andauert. Also bevorzugt es warme Orte. Ich hoffe, das Wetter hier wird bald wieder besser. Ja gut, aber war ja klar, wenn es hier schnell... Geh doch einfach mal kurz in Urlaub oder so. Hey. Wenn es hier zu kalt ist, machen das immer viele Leute auch hier. Es kommt eher selten vor, dass hier Schnee fällt, oder? Pan. Das ist das erste Mal, dass du hier außerhalb der Winterzeit Schnee siehst? Wann hat das mit dem Schnee denn angefangen? Pan. Vor ein paar Tagen, sagt es. Zur selben Zeit sind auch einige Menschen hier eingetroffen. Plötzlich haben sich Wolken über den Ruinen gesammelt und dann fing alles an zu schneien. Wirklich merkwürdig, dass es nur in der Umgebung der Ruinen schneit. Allerdings, vielleicht finden wir in den Ruinen ja den Grund dafür. So, welches Pokémon ist denn hier flauschig? Oh. Ich muss ein Ganzkörperflausch-Pokémon finden! Ich darf das Quiz nicht zu Ende machen. Puh, das war ja ganz schön am Marsch. Sag mal, Tim, hier gibt es ja echt eine Menge Pokémon, die man in der Stadt gar nicht sieht. Da hast du recht. Aber dieses Ursaring, das wir gerade gesehen haben, ist ja eigentlich nicht heimisch. Es ist wohl auf der Suche nach Nahrung hergekommen. Was viel wichtiger ist, wo finden wir denn jetzt diesen Professor Gordon? Da ist jemand. Oh, das ist doch... Nanu? Oh, what are you doing here? Chris Honor, Professor Gordons Assistent. Oh, und Mamfaxo, Curry-Gourmand. Yes. Wie man es auch immer aussprechen möchte. Entschuldigen Sie, dass wir Sie bei Ihrer Arbeit stören, Chris. Mein Name ist Rachel und das ist Tim. Ich bin eine Studentin von Professor Gordon und Tim geht ebenfalls auf die Rhyme City Universität. Oh, ihr seid Studenten? Was bringt euch denn da in diesen entlegenen Ort? Es gibt etwas, das wir Professor Gordon fragen möchten. Wir hatten gehofft, dass wir mit ihm sprechen könnten. Ihr wollt zum Professor? Oh je. Er hat vor 2 Tagen die Ruinen betreten und ist, wie ihr sehen könnt, seitdem nicht wieder rausgekommen. Was? Habe ich das gerade richtig gehört? Ach, der Professor ist immer so. Er ist ganz besessen von seinen Nachforschungen. Ich bin mir sicher, er ist gerade irgendwo tief in den Ruinen zusammen mit seinem Partner Fleckmon. Er hatte eigentlich vor, nach ihm zu sehen, aber der Eingang lässt sich nur durch irgendeinen Trick öffnen. Es gibt da eine Art Mechanismus, den man auslösen muss. Ich komme nur leider nicht dahinter, wie es geht. Naja, was soll's? Sonst kehrt er auch immer ohne Probleme zurück. Es wird ihm schon gut gehen, da bin ich mir sicher. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, es ist eiskalt hier. Solltest du da echt so unbekümmert sein? Schätze, wir müssen rausfinden, wie dieser Mechanismus funktioniert, wenn wir Gordon treffen wollen. Chris, wir werden nach Professor Gordon und seinem Fleckmon suchen. Ihr? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Na, es geht schon in Ordnung. Tim und Pikachu sind erstklassige Detektive, die man in ganz Rhyme City kennt. Moment, du bist der Tim, der Meisterdetektiv? Wenn das so ist, brauche ich mir ja doch keine Sorgen zu machen. Na gut, dann überlasse ich euch die Suche nach dem Professor und seinem Fleckmon. Aber übertreibt es nicht. Okay, sehen wir uns zunächst einmal den Eingang der Ruinen an. Es bringt nicht viel, wenn ihr mir dieselben Sachen... Oh, das ist aber auch viel Text! Es bringt nicht viel, wenn ich mir dieselben Sachen ansehe wie ihr. Ich schaue mich mal im direkten Umfeld der Ruinen um. Danke. Gut, untersuchen wir den Eingang. Ich bin aber auf der Suche nach einem flauschigen Pokémon. Ganzkörperflausch. Oh, aber da ist auf jeden Fall eins von den... Bist du Ganzkörperflausch? Der Part ist schon wieder vorbei. Kotomi, extrem flauschig. Ja, es ist so flauschig. So, es ist wirklich flauschig. Kotomi, Koto. Schon beeindruckend, wie flauschig es ist. Kotomi muss die Antwort auf die letzte Frage der Quizprofessorin sein. Stimmt, wir sollten zu ihr zurück und ihr unsere Lösung präsentieren. Gut, dass wir das am Ende des Parts noch gefunden haben, denn ich hätte ein echt schlechtes Gewissen gehabt. Ich wollte das noch beenden. Oh, ich muss jetzt gerade mal kurz Pause machen. Es ist aber auch echt viel zu lesen in diesem Spiel, ne? Boah, Synchronrollen
sind wohl doch nicht so meins. Also ich glaube, ich mache nichts mehr mit Synchron. Wenn irgendwo mal die Situation kommen würde, dass mir jemand fragt, ob ich Synchron machen möchte, nein, ist vorbei. Ich merke jetzt, wie anstrengend das ist, wenn man das die ganze Zeit machen muss. Und das sind ja mal eine halbe Stunde hier. Gut, aber ich muss auch die Stimme wechseln, ne? Egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Danke für Bewertungen und Kommentare. Und tschüss.